tabellarisch aktuell sind wir auf Platz 2, was Etat angeht, was gewisse andere Parameter auch der beiden Clubs angeht, sind wir es nicht. Von dem her kann man das nicht generell betiteln, muss man glaube ich auch nicht, sondern es geht darum, im Hier und Jetzt zu sein. Fußball ist, wie man so schon sagt, ein Tagesgeschäft und da geht es darum, am Samstag hoffentlich gewinnen zu können und natürlich dann auch im Pokalfinale hoffentlich gewinnen zu können. Und Dortmund ist ein Top-Team mit einem Top-Trainer, mit einer ja auch zuletzt wieder sehr, sehr guten Entwicklung, sind waren mal lange Zeit relativ weit weg von den Champions-League-Plätzen, sind sie wieder total nah dran, sprich auch für sie geht es in dem Spiel um extrem viel, auch für uns geht es um viel und ich verschwende jetzt nicht allzu viele Gedanken daran, wer in Deutschland die Nummer 2 ist oder nicht, sondern es gibt einfach so viele unterschiedliche Dinge, die man dafür beachten müsste und dass es nicht damit abgetan, wer in der Tabelle vorne steht oder wer das Spiel gewinnt. Du wirst trotzdem nicht immer alles wegverteidigen können, weil ich schon gesagt habe, die individuelle Qualität einfach außergewöhnlich ist bei den sehr vielen sehr, sehr guten jungen, aber auch erfahrenen Spielern mit einer guten Mischung. Dennoch müssen wir eine Top-Leistung bringen am Samstag, um erfolgreich zu sein und dann daraus auch nochmal die Lehren zu ziehen fürs Pokalfinale. Wir möchten ein besseres Ergebnis erzielen, als wir es zuletzt gegen Dortmund geschafft haben, auch ein besseres Spiel machen, als wir es zuletzt gegen Dortmund in den Spielen geschafft haben, auch letzte Saison und auch in der Hinrunde. Und demnach ist es für uns, hat am Samstag das Spiel größte Relevanz und es geht jetzt erstmal auch nur um Samstag, vor allem, weil wir danach dann auch noch genug Zeit haben, von Samstag frühen Abend bis dann Donnerstag den Gegner dann nochmal vorzubereiten, auch die nötige Regenerationszeit haben, um die Frische zu kriegen. Aber es geht, wie gesagt, natürlich hat das Spiel am Samstag auch ein bisschen Einfluss auf das am Donnerstag und da geht es auch für uns darum, Selbstvertrauen zu sammeln, versuchen alles reinzuwerfen, unser Ziel in der Bundesliga weiterhin zu verfolgen und erst dann, wenn das Spiel dann vorbei ist am Samstag, sich dann auch mit dem Pokalfinale zu beschäftigen.